So, und weil wir hier gerade so bei Beziehungstipps sind, ich hätte da noch einen. Und der kommt nicht von mir, ne, der kommt von Trigema-Boss Wolfgang Grupp. Das ist ja ein Kavalier der Schule. Und hier, meine Herren, kommt die zweite Lektion, die viele von uns noch lernen müssen. Ich habe dann zwar gesagt, egal, ich muss auch eine Familie gründen. Ich kann erfolgreich im Geschäft sein. Wenn ich keine Familie gründe, dann hätte ich versagt. Habe aber immer gesagt, egal wie alt ich bin, meine Frau muss Anfang 20 sein. Ja. Nur damit ich es richtig verstehe, also das heißt, seine Frau muss immer Anfang 20 sein. Das heißt, der wechselt dann so alle 3 Jahre seine Frau, oder? Wie lange bist du Anfang 20? Von 20 bis 23, ne? So ungefähr. Gut, der hat sich den Playboy mit Desiree Nick schon mal nicht gekauft. Mich würde mal interessieren, was seine Kinder sagen. Mama wird schon wieder alt. Wir brauchen eine neue. So, und dann war auch mal wieder Schlagerboom. Der Schlagerboom 2023 mit Florian Silbereisen. Super Sendung. Der hat mir gefehlt. Der hat mir echt gefehlt. Und dann kam es zu einer ganz großen Überraschung, weil wer war da? Was glauben Sie? Wer war Special Guest? Anastasia. Anastasia, sehr gut. Sehr gut. Ja, weil die tanzt echt gerade auf jeder Schlagersendung rum, ne? So, es war einmal Anastasia da und das unechteste Lachen, was ich jemals gesehen habe. Schnuckelpuss! Ja, ich bin dein Schnuckelpuss und ich freue mich so, dich wiederzusehen. But wait. Was hast du? I think there is a... Oh, ich glaube, I have a gift for you. Ein Geschenk für dich. Oh, okay. Okay. Ah, oh, wie toll! It's very... Schnuckelputzmütze. Ich habe ihm ja schon die Beziehung mit Helene Fischer nicht geglaubt, aber die Lache ist eine Frechheit. Also die Lache, kommen Sie. Ich glaube, der hat das Hahaha vom Prompter abgelesen. Aber ich finde, die zwei passen super zusammen. Beide können sehr schlecht so tun, als hätten sie Spaß. So, aber der Flori scheint noch für jemand anderen ein Schnuckiputzi zu sein. Und es ist wieder eine Frau. Der zieht's durch, ne? Der zieht's durch. Wer hätte das gedacht? Meine Damen und Herren, bei den folgenden Bildern wurde es zwischen dem Silbereisen und Beatrice Egli nicht nur richtig hot, nee, schon fast ein bisschen horny. Und das auch noch an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Ja. Oh Mann. Thorsten, ich habe leicht das Gefühl, das kannst du dir nicht gut angucken, kann das sein? Also von der Performance her würde ich sagen, das war eher der Schlager Bums 2023. Da war selbst die Lache ja noch glaubwürdiger als dieser Flirt. Also, vor allem mit dieser schwitzigen Hand an der Scheibe, ne? Welchen 80er-Jahre-Porn haben sich da als Vorlage genommen? Später, nur zu Ihrer Information, kam übrigens noch Anastasia dazu. Und alle haben dann das hier noch gesungen. Ach so, Moment. Entschuldigung, wo wir gerade bei Musik sind. Ich frage mich, ob Harald inzwischen fertig ist mit der Aufzählung seiner Akkordeon-Hits. Wir schalten noch mal ganz kurz zu Hier und Heute. Hoch auf dem gelben Wagen, my heart will go on, im Bungalow von Kayo Coco, Lemon Tree, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Die Filmmusik von Der weiße Hai, Rock me Amadeus, in der Weihnachtsbäckerei, Tarzan Boy, alles von Sepultura, can't wait until tonight. Wir behalten Harald weiter im Auge.
So, eine Schlagershow habe ich noch. Eine habe ich noch, und zwar Wunderbares Schlagerland im MDR. Ja, da gehört er auch hin. Da war die Schlagerboy-Group Feuerherz auf einem Schiff unterwegs. Und man kann vom Schlager halten, was man will. Aber die inszenieren ihre Lieder immer total toll und mit so viel Liebe. Das sind fast kleine Filme. Ich werd verrückt, sag mal, was machst du bloß? Schließ ich die Augen zu, bist du jedes Tabu, machst mich zum Romeo. Oder? Ey, da musst du mitgehen. Das ist ein bisschen sofort gut gelaunt. Ich krieg dieses Grinsen nie wieder aus dem Gesicht gehämmert, sag ich Ihnen, ey. Das ist eine super Melodie, Top-Performance, gut Drehort auf Wish bestellt, aber hey. Was ich mich immer frage, wenn in so Musikvideos ein Fernrohr benutzt wird, was sehen die dann in ihrem Fernrohr? Was soll das? Also was, haben wir da Material zu? Haben wir? Nein, das würde ich gerne mal sehen. Ich werd verrückt, sag mal, was machst du bloß? Schließ ich die Augen zu, bist du jedes Tabu, machst mich zum Romeo. Schön, schön. Schön. Sehr schön. Da hat wohl jemand die große Hafenrundfahrt gemacht. Ha 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 ha.